Es hat so super getönt und der Mick hat richtig Lust drauf gehabt. Ein Hundhüte für 2 Wochen. Weil die Nachbarin, die Frau Wernli, in die Ferien gegangen ist, hat sie ihren Hund bei der Familie von Mick abgegeben. Aber das, was der Mick am Anfang so super gefunden hat, findet er jetzt gar nicht mehr gut. Hast du das auch schon mal erlebt? Jeden Tag mit dem Hund rausgehen, ihn füttern und dann abends nochmal mit dem raus. Ein Mick, seine Laune ist auf dem Nullpunkt. Jetzt hat er noch seine Mami mit ihm geschumpfen. Er hat am Anfang versprochen, dass er sich jeden Tag um den Hund kümmert. Und das macht er jetzt eben nicht mehr. Also muss ihn die Mami immer wieder daran erinnern. Du, Mick, der Hund würde sich sicher über ein bisschen Gesellschaft und frische Luft freuen. Findest du nicht auch? Aber statt mit dem Hund rauszugehen, verzieht sich der Mick lieber heimlich auf den Estrich. Wieso muss ausgerechnet ich immer mit dem Hund raus und nie meine kleine Schwester? Jetzt ist der Mick auch noch auf Melina hässig. Nein, das Baby ist immer für alles zu klein. Immer muss er alles machen. Immer er. Und warum kann Frau Wernli nicht einfach einen Goldfisch haben, der darauf aufpassen könnte? Und überhaupt? Der Mick wandert noch ein bisschen auf und ab, um sich zu beruhigen. Bist du auch schon mal so richtig hässig gewesen? Vielleicht hilft ja eine von den Superheldenfiguren, dass es ihm besser geht. Wie schon manchmal geht er zum alten Holzschrank und macht Türen auf. Aus dem Keimfach holt er die magische Kiste führen. Dann sitzt er auf dem Boden vor der Kiste und schaut die verschiedenen Figuren an. Hey, was ist denn das für eine Figur? Sieht aus wie eine Maus. Und ist, glaube ich, auch eine. Eine Supermaus. Was kann ich eigentlich mit der für Abenteuer erleben? Der Mick langt die Kiste und holt die Figur raus. Es ist eine Maus mit recht vielen Muskeln in einem roten Superheldenkostüm. Er stellt sie vorsichtig auf die Kiste. Dann macht er die Augen zu und sagt die magischen Worte. Mira, Mura, Mania. Kaum hat der Mick das letzte Wort gesagt, passiert etwas Gespässiges. Wie aus dem Nichts tauchen farbige Lichter auf, wo der Mick kreisen und immer grösser und grösser werden, bis er von Kopf bis Fuß in dem farbigen Licht steht. Es ist wie wenn er mega schnell durch einen hellen Lichttunnel fliegen will. Genauso schnell wie die Lichter gekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden. Der Mick sitzt auf einer Lichtung im Wald und schaut um. Er sieht Wunderblumen und Wunderbäume, während es dunkel wird und Nacht kommt. Hey, mega schräg! Wo bin ich denn da gelandet? Etwa in einem verwunschenen Zauberwald. Violett-rote Pflanzen und riesige Bäume, wie ich sie noch nie im Leben gesehen habe. Echt mega! Was war denn das gewesen? Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass die Nacht da Augen hat. Oder ist das ein Troll gewesen, der mich entdeckt hat? Oder eine von diesen komischen Pflanzen? Leck mir! Ich habe noch nie solche Wundersachen gesehen. Aber das war jetzt ein Tier. Oh, und vor allem ist es ganz in der Nähe. Am besten, ich verstecke mich mal hinter dieser Wunderpflanze. Hoffentlich ist es nicht so eine, die Fleisch frisst. Ha! Und ob ich ein Tier bin? Aus seinem Versteck sieht der Mick einen grossen Wolf und ist mucksmäuslich still. Ich habe keine Ahnung, wo der Wolf herkommt, aber eins weiß ich ganz genau. Ich habe Hunger. Einen Bärenhunger habe ich. Das heisst, eigentlich habe ich als grossen, alten, fiesen Wolf einen Wolfshunger. Und wenn ein grosser, fieser, alter Wolf wie ich einen Wolfshunger hat, dann macht er sich auf den Weg zum nächsten Bauernhof und bedient sich da ganz einfach im Stall. Zum Beispiel mit einem saftigen Schöfli und mit einem nicht weniger saftigen Säuli. Habe ich einen fiesen Wolfshunger. Das ist ja verrückt. Ich verstehe tatsächlich plötzlich die Sprache von den Tieren. Aber der grosse, alte, fiese Wolf, der gerade unterwegs zu dem kleinen Bauernhof im Tal unten ist. Also ich muss den doch aufhalten. Der kann doch nicht einfach die armen Hoftiere fressen. Ich muss die sofort warnen. Der Mick rennt so schnell er noch an zum einsamen kleinen Hof.
Im Mondlicht hat es darüber die Felder und hört immer wieder die Stimme vom grossen, alten, fiesen Wolf, der grausam Hunger hat und auch durch die Nacht rennt. Hunger, Hunger, Wolfshunger, Bärhunger, Elefantenhunger, Saurierhunger. Der Mick ist tatsächlich vor dem Wolf auf dem kleinen Bauernhof. Er kann fast nicht mehr schnaufen. Jetzt muss ich nur jemanden finden, der mir hilft. Wir müssen alle Tiere da warnen. Wo der Mick den Eingang zum Bauernhof sucht, sieht er ein Schild über der Tür. «Willkommen in Amalias kleinem Privatzoo», steht da. Ein Zoo also. Und Amalia ist scheinbar die Chefin. Der Mick sieht aber niemanden. Er schaut ein bisschen um. Gerade in dem Moment, wo er an der Hintertür vom Privatzoo rüttelt, rutscht ein komisches, kleines Wesen aus der Regenrinne. Und landet direkt vor seinen Füßen. Es schüttelt sich kurz und schaut den Mick neugierig an. Wer bist denn du? Hey, du bist ja ein aufgestellter Kerl. Du bist doch die Supermaus, oder? Supermaus? Ja klar, ich bin der Timmy, die Supermaus mit der Superkraft. Und schon extrem gespannt, was du mit deiner lauschigen Sternennacht so alles zu berichten hast. Los, hock mal her, dann schwätzen wir ein bisschen mit. Hey, du kennst meinen Namen? Ja, Logo. Das Coloria kennt dich vermutlich jeder. Oh, du Timmy, so lauschig ist die Sternennacht leider nicht. Und Zeit zum Schwätzen haben wir auch gerade nicht. In dieser Sekunde schleicht sich nämlich ein grosser, alter, fieser Wolf an. Er hat auf all die Tiere da abgesehen. Was genau, bitteschön, sagst du? Das muss der gross, alt, fies, wage uns ja nicht anzugreifen, Wolf sein. Weil im verwunschenen Zauberwald, dort oben auf dem Hügel, leben schon seit Ewigkeiten keine normalen Wölfe mehr. Aber ich sehe das Problem. Wir müssen jetzt schnell wie ein Gepard und flick wie ein Wiesel sein. Was willst du jetzt machen? Also zuallererst und sofort zu den Tieren, würde ich meinen. Dann alle ganz häufig aufwecken, informieren und in Stellung bringen für einen cleveren Abwehrkampf gegen den gross, alt, fies Wolf. Ich bin schon prallvoll mit Ideen. In mir sprudelt's und brodelt's. Purli munter bin ich. So wach wie selten. Los, mir nach, lieber Mick. Sag mal, Timmy, hast du wirklich Superkräfte? So schnell und fit, wie du bist? Haha, gestatten? Ich bin der Super-Timmy. Superhirn im Superkampf gegen alle Superwesen von der Welt. Aber ehrlich, kein Tier, kein Mensch und kein gar nichts ist schneller als der Timmy. Manchmal bin ich so schnell, dass alle denken, ich würde fliegen und wäre an allen Orten zur gleichen Zeit. Aber los jetzt, mein Hilfs-Sheriff, folge mir! Und so hat es der Mick über den ganzen Bauernhof immer im Timmy hinein. Im Privatzoo von der Amalia leben ganz verschiedene Tiere. Ein Bienenvolk, Mäuse, Hamster, Katzen, Hunde, Hühner, Säule, Esel, Kühe, Rössli, Büffel und sogar ein Salzkamel. Und alle muss man fein wecken und warnen. Schließlich ist kein geringerer als der Wolf da ane unterwegs. Der Timmy rennt und fliegt hin und her und bringt es fertig, dass er dank seiner Superkraft überall gleichzeitig ist. Wie ein General organisiert er die nächtliche Wolfabwehraktion. Bienen spitzen ihre Stacheln, Mäuse und Hamster graben Tunnel, Katzen richten Beobachtungsbüsten ganz oben im Dach ein. Und sogar das Kamel hilft mit. Es lässt einfach die Säule zwischen seine Höcker und dreht sie so in sicheren Keller runter. Dann gehört auch schon der Wolf. Ein Kätzli zur Vorspeise. Ein Kälbli oder Säule als Hauptgang und zum Dessert ein Kamelhöcker mit ein bisschen Schlagrahm. Also das wär's. Der Timmy hat aber alles unter Kontrolle. Wie ein General. Er ist überall zur Stelle, wo er gebraucht wird. Hey, schau, Mick, wir sind schon fast bereit. Sind alle auf dem Posten? Ja. Oh, hey, Mick, bleib mal schnell da. Ich muss noch dem Huhn erklären, was es machen muss. Du sag mal, sind Hühner eigentlich dümmer als andere Tiere? Echt dummes Zeug. Ich weiss auch nicht, warum man von dummen Hühnern redet. Hühner haben es einfach gern, wenn einer wie ich ihnen alles haargenau erklärt. Und ich mache nichts lieber als das. Im Erklären bist du im Fall mega. Der allerbeste Dank. Das gehört doch zu meinen Aufgaben. Also, ich bin gerade wieder bei dir, okay? Während der Timmy mit den Hühnern redet, wird der Wolf hinter dem Haus das erste Mal abgewehrt. Eine Katze hat gesehen, wie er sich anschleicht.
Sie hat mit einem lauten Miau Mäuse aufgeschreckt. Die sind sofort durch ihren Tunnel zu den Bienen gerannt. Bienen haben dann zwei von ihren stacheligsten Gruppen in die Luft geschickt. Die haben den Wolf angegriffen und ins Füdli gestochen. Der Wolf ist grausam verschrocken und laut heulend in die Nacht rausgerannt. Ich glaube, das sind wir noch nicht los. Ja, yeah, Wölfe gehen nicht so schnell auf. Ganz besonders nicht, wenn sie Hunger haben. Aber wir sind ja zum Glück allerbestens gerüstet. Ha, der soll nur noch zwei oder dreimal kommen. Der Wolf kommt in dieser Nacht tatsächlich noch dreimal. Aber immer vergeben. Immer wieder vertrieben die cleveren Tiere aus dem Privatzoo von der Amalia. Zuletzt hat er probiert, ins Hühnerkäfig hineinzuschleichen. Da hat er Timmy das Kommando gegeben. Und dann haben dem Hamster frische Kamelmilch über den Kopf geleert. Und nachher haben dem Tüner ihre Federn angerührt. Er hat sich in ein weisses, geissens Federviech verwandelt. Himmelsapperlot nochmal! Was zum Donnerwetter ist denn das gsi? Ganz selten einen grossen, alten, weisen Wolf, wie ich so eine Niederlage müssen erleben. Oh! Die Zootiere haben das Fuss, die Kinder ihren kleinen und grossen Öhrli. Vor allem die vorwitzig flicki kleine Supermaus. Oh. Mega! Jetzt ist er sicher endgültig weg. Der kommt nicht mehr so schnell zurück. Im Zauberwald gibt es für ihn mehr als genug zu essen. Außerdem wäre es auch für einen Wolf gut, mal Beere, Pilz und Wurzeln zu probieren. Immer nur Fleisch fressen, das kann es ja nicht sein, oder? Timmy, das hast du im Fall echt mega gemacht. Ich bin total beeindruckt, wie schnell und wie clever du die ganze Verteidigung der Tiere organisiert hast. Und vor allem auch, wie geduldig du jedem Tier erklärt hast, was es machen muss. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ah, das kannst du auch, Mick. Aber komm, jetzt tun wir zuerst mal alle Tiere zurück ins Bett. Ui, hoffentlich können sie nach dem Abenteuer schnell wieder einschlafen. Klar, ich helfe dir. Der Timmy und der Mick laufen nochmal quer durch den Privatsofa der Amalia. Sie reden mit jedem Tier und tun sie beruhigen. Dann bringen das Tier in die Schlafwabe, in den Schlaftunnel, ins Nest, ins Körbli oder im Fall der Katze sogar ins Bett. Du Timmy, sag mal, wer ist eigentlich die Amalia? Und wieso hast du sie nicht zuallererst geweckt? Die Amalia war Gründerin von diesem Zoo. Eine ganz wunderbare alte Frau. Leider ist sie vor vielen Jahren schon gestorben. Seither leben alle Tiere in einer ganz besonderen Gemeinschaft zusammen. Weil es zusammen manchmal einfach ein bisschen besser geht, als wenn man ganz allein ist. Und du hilfst den Tieren dabei? Okay. Also ich bin so eine Art Hirt für sie. Ein Superhirt. Mit Superkräften, würde ich sagen. Oh hey, für mich wird es jetzt aber auch langsam Zeit zum... Ich weiss. Hey, ich habe mich riesig gefreut, dass ich dich getroffen habe, Mick. Und danke tausendmal für deine Hilfe. Ich danke dir, Timmy. Und dich werde ich ganz sicher nie vergessen. Der Mick sitzt auf dem Boden, macht Augen zu und sagt die magischen Worte. Mira, Mura, Mania. Wie aus dem Nichts tauchen wieder farbige Lichter auf, die um den Mick kreisen und immer grösser und grösser werden, bis er von Kopf bis Fuß in dem farbigen Licht steht. Es ist, wie wenn er mega schnell durch einen hellen Lichttunnel will fliegen. Und genauso schnell, wie die Lichter gekommen sind, sind sie auch das Mal wieder verschwunden. Der Mick macht die Augen auf. Er ist zurück auf dem Estrich. Als erstes sieht er den Hund von der Frau Wärndli. Der hat sich von den magischen Kisten am Boden zusammengerollt. Gerade so, wie wenn er den Mick vermissen würde. Der Hund schaut den Mick mit grossen, glänzigen Hundeaugen an. Als würde er etwas unternehmen. Der Mick weiss sofort, was er zu tun hat. Und das Mal ist er so ein bisschen flink wie der Timmy. Also komm, Hündli, dann gehen wir in den Wald. Dann können wir zusammen ein kleines oder gerne auch ein grosses Abenteuer erleben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was es alles zu erleben gibt. Das kannst du mir glauben. Klar, dass der Hund sofort aufsteht und wie wild mit dem Schwanz bettelt. Dann bellt er einmal, nein, zwei, dreimal vor Freude. Er rennt los und bringt seinen Lieblingsknochen. Der Mick freut sich auch. Er schnappt sich die Leine und schon rennen die beiden an Mami vorbei voraus. Zwitzt in ein weiteres Abenteuer.